So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Craft Attack 3 und heute mal habe ich einen Gast und ein Gast hat auch mich, der Zinus ist nämlich dabei. Yo Leute, was geht? Ja, ich und bin der macht dabei. Auch eine Folge und genau. Wir haben es heute mal zusammengetan. Ich habe ja in der letzten Folge das Problem mit dem Aufzug gehabt und voll viele von euch haben mir Sachen in die Kommentare geschrieben und alles mögliche und im Endeffekt habe ich halt noch gefragt, wer hat einen Slime-Aufzug? Zinus hatte einen, der hat aber auch nicht funktioniert. Yes. Aber wir werden uns heute ein bisschen Gedanken machen, was wir so unternehmen können. Richtig. Und jetzt testen wir das. Ja, was mir voll viele Leute in die Kommentare geschrieben haben, war, dass Rotpilz einen Slime-Aufzug hat. Du meintest aber, dass er nicht so richtig funktioniert, aber ich würde sagen, wir gucken uns den trotzdem mal an, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er buggt so ein bisschen, je nachdem wie hart der Server halt laggt, aber meistens funktioniert er leider nicht so ganz. Aber oh, ein Zombie-Villager. Lol. Übrigens, beim Zinus hier im Haus war ich eben wegen den Villagern, das habe ich in der letzten Folge erwähnt. Und das Haus ist halt auch schon, ist es schon fertig eigentlich? Nee, noch bei. Also innen noch nicht, aber außen nee, schon, oder? Auch noch nicht. Ich baue hier halt noch überall noch Bäume. Du siehst hier noch so ein paar angefangene okay, Bäume, aber es nimmt langsam Form an, sag ich. Das erinnert mich voll an die Titan-Map oder Legend-Map. Ja, ich weiß, vom weil Stil, ja. Ist echt so, weil viele bauen auch in diesem Stil. Es hat, ich kenne halt viele vom Bauteam und so, habe mir ein paar Sachen abgeguckt. Das sieht nice aus, aber. Danke. Genau, okay, ich würde mal sagen, dann laufen wir hin. Ja, ja, die, nimm dein Longboard und verpiss dich. Mach vorher dein Longboard für dann. Ja, die haben schon wieder voll den Beef, Alter. Also gestern, vorgestern ist das ja bei euch dann, wenn die Folge online geht. Da haben die einfach Bastis Haus hochgejagt und ich glaube Early Boys auch. Pass auf, auch, hinter ne? dir, hinter dir. Oh, yo. Oh, der war knapp. Da oben ist schon wieder ein Zombie. Oh nein, ich brenne. So. Hast du dich mit dem 1.9... Oh, shit. Ja, das leckt vielleicht ein bisschen. Hast du dich mit dem 1.9 PvP-System schon ein bisschen angefreut, ne? Ja, also man gewöhnt sich auch. Oh, lol, hast du gesehen? Ja, das war vom Wassereimer, ne? Ja, Alter, what the fuck? Das ist so eine PvP-Arena, die ihr hier baut. Doch, ist auch wieder ein Aufzug. Oder nicht? Oder Jump'n'Run? Nee, glaub, das ist. Guck mal, ich weiß, was wofür das ist. Und dann kannst du dich hier so boosten, wenn du hier so rüberläufst. Ah, lol. Oder? Da kannst du dich halt wieder hoch. Es leckt halt zu sehr. Siehst du, das ist genau das Problem. Weißt du, die ganzen Sachen mit Slime-Boss funktionieren nicht, du hast die Server-Lags. Aber ich kann halt nicht mal essen, weil es so leckt. Ja, ich guck jetzt mal gleich den Lift von ihm an. Das funktioniert hundertprozentig nicht. Nachdrücken ist Knopf Shift halten. Bei mir stehst du einfach auf der Stelle. Ja, du bei mir auch. Ich kann den Knopf auch gar nicht drücken, ich glaube der Server ist down. Ich mach mal Test. Ja, geht gar nichts mehr, ne? A few moments later. Ich geh mal kurz gucken, ob der Wassereimer... Ich versuch's zumindest. Geh mal gucken, ob der Wassereimer noch abfließt. Alter, so wie es aussieht, ist es der Wasserserver, ne? Der Wassereimer. Wasserserver. Stimmt, ja. Oh, nee. Als ob es jetzt wegen der Scheiße ist, ne? Falls irgendwie möglich ist, sollten wir hingehen und die Treppe so zu bauen, dass das Wasser nicht weiterfließen kann. One hour later. Als ob das daran liegt, Mann. What the fuck? Das war das. Als ob es einfach... Es war das, ne? Das ist richtig lächerlich. Als ob, ne? A few moments later. Es leckt halt schon wieder. Als... Jetzt geht's, aber es geht besser. Nee, es leckt richtig, Mann. 2 hours later. So, jetzt leckt's nicht mehr, weil die Türe wieder zu ist. Ja, jetzt macht er eine Glock. Das liegt nicht daran. Es liegt dir egal, was du... Auch wenn du ohne Glocks... Es macht halt schon die Lags jetzt, aber ich werde nach dem Restart ist es weg. 3 hours later. Can you move it along? I'm all out of time cards. So, Server restartet und alles läuft. Und perfekt. Ja. Jetzt würde ich mir sagen, gucken wir uns den Aufzug an, oder? Ja. Nach dem Drücken des Knopfes schief gedrückt halten. Ja, es ist halt so einer, wie ich ihn gebaut habe, aber. Und bist du ganz oben? Nee. Beim dritten hat's aufgehört. Nee, ich schaff's bis ganz nach oben. Ich hab's bis ganz nach oben geschafft. Ja, warte, dann komme ich auch nochmal. Der ist gar nicht so schlecht. Ich bleib immer beim dritten hängen. Aber jetzt im Verhältnis, ich finde den Aufzug ein bisschen langsam, muss ja, ich sagen. Ja, der ist echt ein bisschen langsam. Also ich habe den schnelleren im Singleplayer vorgebaut. Und ich würde sagen, wollen wir mal ausprobieren, ob der funktioniert? Überhaupt auf dem Server? Ja. Okay, dann gehen wir mal zu mir, würde ich sagen. Das kann am besten runterkommen. Ich traue mich eigentlich nicht, Wasser zu setzen. da vorne siehst du dieses kleine Loch da beim Sand. Ja. Da rein. Ah, okay. Hast du hier das Loch gebaut? Nee, das war schon so. Das ist alles natural generiert. Ich habe nichts umgebaut. Guck. Echt? Und es sieht so geil aus. Ja, pass auf. Guck nach oben. Und hier in der Mitte will ich so einen Kristall bauen, der so fliegt mit Ketten überall an der Wand befestigt ist. Lol, ja, jetzt verstehe ich das auch, was du mir erzählt hast. Ja. Boah, mega krass. Und hier ist der Eingang dann. Hier will ich dann den Lift bauen. Okay. Hier habe ich diesen Aufzug auch gebaut, das ist jetzt ein ähnlicher, wie er bei Rotpilz gerade läuft. Und der schießt mich halt gerade auch nur bis zur dritten Etage.
Also irgendwie funktioniert das halt einfach nicht in Folge. Aber du bist drauf gekommen, ne? Ja, ich bin auch. Ja, manchmal klappt's halt, ne? Er ist nicht schlecht so. Ja, aber eben. Er ist halt auch ein bisschen langsam, ne? Ja, eben, aber deswegen wollen wir den anderen bauen. Oh, pass auf, du hast ihn. Du baust eine Glock. Das ist, Nee, ich baue keine Glock. Das ist nur damit es verzögert aktiviert wird. Ist aber ein Repeater, oder? Ja, ja, zum Verzögern einfach. Ja, ja, das ist. Ich weiß nicht, ob das der Server aushält, ne? Ich weiß. So. Dann brauchen wir das Fence-Gate. Kann ich das jetzt einfach so setzen? Ja, genau, kann ich. Perfekt, so. Und zwar gibt es halt einfach einen Bug seit der 15W38B, glaube ich. Mhm. Dass wenn du ein Fence-Gate oder ein Fence hast, dass der dich dann einfach nach oben buggt. Wenn du das an den Slime-Block hast mit den Pisten. Weil die Pistons mit Slime-Blocks, die schieben ja alle Blöcke um sich rum, ne? Genau, ja. Und alle Blöcke, die anderthalb Blöcke groß sind, die buggen dich dann nach oben. Bugge ich bei dir nach oben? Ja, jetzt. Ja, okay. Ja. Ich will auch mal. Nee. Warte mal. Du musst sie richtig gut treffen, ne? Ja, ich glaube, der Delay ist noch nicht richtig eingestellt. Warte kurz, machen wir die Druckplatte mal kurz hier hin. Ja, probier jetzt mal reinzulaufen, einfach. Ja. Ja. Da war's. Perfekt. Druckplatte war noch falsch platziert. Und das macht man einfach immer übereinander, weil dann wird man die ganze Zeit hochgebuggt. Und ich werde dazu mal hier drüben mich hochstacken. Soll ich meinen Lift auch mal parallel dazu bauen? Kannst du auch machen, ja? Dann bauen wir da daneben und dann können wir schauen, welche. Hast du Stuff für mich? So ein bisschen Redstone und so? Redstone habe ich. Das wäre echt. Also der Lift, der ich bauen möchte, der ist übelst eigentlich, der kostet fast nichts, ne? Der ist übelst günstig. Und für die Distanz, die du zurücklegen möchtest, würde ich dir den fast empfehlen. Ja, mal schauen, welcher funktioniert am besten, ne? Das ist immer so, es ist immer eigentlich ein Pattern, ne? Also man baut immer wieder dasselbe, es wiederholt sich immer wieder. Ja, aber genau. Man vergisst das trotzdem, das ist voll heftig. Also die Abstände und so weiter. Ja. Das ist dauernd. Ich bin sowieso richtig schlecht in Redstone, eigentlich, ne? Aber ich kann mir die Sachen nie merken, so richtig. Ich gleich wieder runter. Tag. Also, meiner ist fertig. Wie sieht's bei dir aus? Ich bin auch gleich ready. Ich muss nur noch hier das abbauen, damit es so schön aussieht. Ich probier mal, wie oft meiner funktioniert, ne? Okay. Beim ersten Mal. Okay. Und das war richtig schnell, glaube ich. Muss man richtig bis nach ganz vorne laufen? Ja, und ein Stück rechts stehen halt, weil die Druckplatten da sind. Ei, ich schaff's einfach nicht. Guck, hier in etwa stehen. Okay. Ah, also, okay. Warte, ich probier auch nochmal. Ja. Ah, jetzt check ich das. Ja, hat nicht geklappt, aber vielleicht, ich laufe vielleicht noch ein bisschen falsch. Ja, ja. Hat geklappt. Oh Lord. Okay. Ich kann einfach runterspringen. Ja. Boop. Ich krieg 5 Herzen, wie viel hast du? 2,5. Lol. Ich weiß aber nicht, ob ich voll war. Okay, okay. Aber das ist ziemlich. Ja. Der Lift ist geil. Ich frage mich, wie oft der halt funktioniert, ne? Gerade läuft's halt, ne? Im Moment, wenn es nicht leckt, denke ich, dass er vielleicht sogar effektiver ist als meiner. So, probieren wir deinen aus. Er klappt halt jedes Mal, ne? Ja. Ja, beim. Deiner klappt auch. Ich kenne deinen ja schon aus deinem Haus, ne? Ja, musst du einfach reinstehen. Das ist halt auch einer. Also, ich glaube, beide Lifte sind nur durch den Pisten-Glitch mit der Snapshot-Version möglich. Kann sein, dass die in der Vollversion nicht möglich sind. Siehst du, der ist auch ziemlich schnell. Ja, also der ist auch ziemlich schnell, ja klar. Ich würde sagen, fast beide. Sind beides gleich effektiv. Die Sache ist, deiner ist halt viel sparsamer. Ja, erstens das. Er ist kompakter, er ist sparsamer und du brauchst überhaupt keine Slimes. Und wenn es leckt, läuft der besser als der, weil ja, der das mit denke Slimes ich auch. Läuft. Ja. Ja. Slimes sind da definitiv komplizierter. Aber warte mal, weißt du, was ich ausprobieren möchte? Lol. Ja, ist wieder runtergekommen. Ja. Weil halt die anderen nicht ausgelöst werden. Aber wenn du das mit einer Wooden Pressure Plate machst und das halt automatisch ist, dann könntest du damit Items rumschießen. Das ist echt nice. TNT, aber es explodiert ja dann nicht. Schade. Ja cool, aber beide Lifte sehen nice aus, sie funktionieren auf jeden Fall. Ich werde bei meinem noch ein paar Tests durchführen, glaube ich. Aber wenn der halt echt super läuft, ich werde den vielleicht mal bauen, aber dann ist halt die Notfalllösung und ich lasse mir das mal hier stehen, wenn es okay ist, ja. Ja, natürlich. Und dann kann ich den vielleicht dann auch abbauen. Ich probiere jetzt noch beide nochmal aus. Aber, muss das hier das offen sein? Ja, ja. Er ist echt nice, der ist echt auch ziemlich nice. Ja. Die Sache ist, ich werde den halt bei verschiedenen Legs mal testen und schauen, wie es läuft. Genau. Aber ja, das ist auf jeden Fall eine coole Lösung jetzt gewesen. Und wir haben ein bisschen Spaß beim Bauen gehabt. Auf jeden Fall. Das war lustig. War eine coole Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Bewertung da. Checkt auf jeden Fall Zinus seine Perspektive ab. Dann seht ihr, wie er seinen Lift baut, falls ihr das genau sehen wollt. Weil man sieht halt nur ein paar Redstone-Fackeln bisher. und darunter ist ja auch noch was.
Und ja, ja, ansonsten allgemein sein ganzes Haus. Also er hat den Lift in seinem Haus stehen. Und du hast auch deutlich mehr als ich, Folge 8. Wenn ich bitten darf, wann hat Craft Attack begonnen? Ich weiß es nicht, vor... Warte, ich kann es dir sagen, vor ungefähr 53 Tage. Weil Folge 8, Leute, da bin ich, ja, da bin ich dabei. Gut, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, ciao. Tschüss.